Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit 7 ganz, ganz simplen Schritten die perfekte Online-Marketing-Strategie für dein Business entwickeln kannst. Herzlich willkommen nochmal zu diesem Video. Wir haben jetzt einen Switch gemacht und sind direkt auf meinen PC-Bildschirm umgesprungen. Und hier möchte ich dir anhand von einigen Folien einfach mal zeigen, wie du deine perfekte Online-Marketing-Strategie entwickelst und somit auch als lokaler Unternehmer die Möglichkeit hast, Online-Marketing für dich sinnvoll zu nutzen. Okay? Das Wichtigste vorweg, wir reden hier im Online-Marketing immer von der sogenannten AIDA-Formel. Ja, AIDA, ja, ist zum einen ein Schiff. Bei uns bedeutet das allerdings was anderes, kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen und bedeutet Attention, Interest, Desire und Action. Okay? So, und diese AIDA-Formel, ja, kannst du auch ins Deutsche übersetzen. Und wenn du dir mal Gedanken machst zu diesen 4 Punkten, dann wird das Ganze schon wesentlich klarer für dich und dein Ziel. Das A kann man nehmen für Aufmerksamkeit. Attention, ja, Aufmerksamkeit. Wir wollen da draußen eine gewisse Aufmerksamkeit für uns, unser Unternehmen oder unsere Dienstleistung erreichen. Weil wenn wir keine Aufmerksamkeit von unseren Kunden haben oder von unseren Interessenten, dann werden die niemals bei uns kaufen können. Ja? Stellt euch das vor wie so eine, ja, wie so eine Wiese voller brauner Kühe. Ja? Es sieht alles gleich aus. Keine dieser Kühe hat eine gewisse Aufmerksamkeit. Und jetzt ist eine Kuh pink. Ja? Das heißt, die ist anders als all die anderen. Die macht irgendetwas anderes. Ja, und wenn nur eine einzige pinke Kuh auf dieser Weide stehen würde, ja, würde sich jeder Mensch diese pinke Kuh angucken. Ja, die hat unsere volle Aufmerksamkeit. Jetzt sage ich nicht, dass ihr euch wie eine pinke Kuh verhalten sollt, sondern überlegt mal, wie du als Unternehmer, als lokales Unternehmen deine Kunden auf dich aufmerksam machen kannst. Ja, der zweite Punkt ist Interesse schüren. Ja, wieder im Kontext zu der gelben, ach, zu der pinken Kuh, ja. Die pinke Kuh erregt jetzt ganz normal das Interesse, ja, weil sie halt anders ist als die anderen. Wie kannst du das Interesse deiner Kunden, ja, hervorrufen? Ja, wenn du sagst, du hast eine Buchhandlung oder du weißt, du hast eine Buchhandlung und du bietest an, deinen Kunden binnen 24 Stunden jedes Buch nach Hause zu liefern, dann hast du da einen wirklich tollen USP. Ja? Und viele Menschen neigen dann dazu, nicht im Internet zu bestellen, sondern die Geschäfte vor Ort zu unterstützen, weil sie im Prinzip genau dasselbe dort bekommen, wie sie online kriegen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, jeder Kunde, der bei uns ein Buch bestellt, kriegt noch eine Überraschung mit dazu, ja, dann hast du zu der Heimlieferung noch einen zusätzlichen Benefit on top gepackt, ja, und schon ist das Interesse sehr stark bei dir. Das D steht für Desire, ja, ein Verlangen erzeugen. Ja, das heißt, du befriedigst hier die Bedürfnisse deiner Kunden. Ja. D kann man auch sagen, Drang zum Abschluss. Ja. Ich rufe den Drang zu einem Abschluss beim Kunden hervor. Und das A steht für Action, Aktion. Ja, wir fordern den Kunden heraus, jetzt bei uns zu kaufen, die Aktion durchzuführen. Ja, und das ist so diese 4-Fragen-Formel, mit der man sich befasst, wenn man seine Online-Marketing-Strategie auf die Straße bringen möchte. Ich hoffe, das macht alles Sinn für euch. Ja, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt im Jahr 2020, nehme ich dieses Video auf. Ja, wir stecken jetzt gerade mitten in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Viele Läden da draußen haben zu, viele Geschäfte haben keine Möglichkeit, ihre Kunden zu erreichen und viele Läden sind da draußen logischerweise auch auf Laufkundschaft angewiesen. Die Problematik an der ganzen Sache ist, vorher hat man die Kunden über neue Produkte informiert, wenn die in dem Laden waren. Wenn keiner in den Laden kommt, kann ich die Kunden nicht informieren. Und jetzt in
Zum jetzigen Zeitpunkt machen sich viele Geschäfte Gedanken darum, wie sie ihre Kunden erreichen können, wie sie ihren Kunden etwas verkaufen können. Und jetzt wird momentan viel übers Knie gebrochen. Man ruft Lieferservices raus, man macht Beratungen per Videocall und viele Dinge, ja, wo der Kunde aber null dran gewöhnt ist. Okay? Wenn du dir jetzt allerdings mal vorstellst, du hättest in den letzten vergangenen 2 Jahren von jedem Kunden, der bei dir im Laden war, die E-Mail-Adresse eingesammelt. Nur rein hypothetisch. Könntest du zum jetzigen Zeitpunkt dem Kunden schon direkt eine E-Mail schicken und sagen, hey, wir liefern dir deine Produkte ganz gewohnt auch nach Hause. Alles, was du vorher bei uns gekauft hast, können wir dir auch nach Hause bringen. Und by the way, ich habe dir an diese E-Mail noch ein Dokument angeheftet. Schau dir das bitte einmal an. Und da sind meine aktuellen Angebote drauf. In diesem Moment hättest du als lokaler Unternehmer ja die Möglichkeit, dich weit über den Wettbewerb zu stellen, weil du über in dem Moment Möglichkeiten verfügst, deinen Kunden Produkte zu verkaufen, wo die anderen nicht dran gedacht haben. Okay? Und das ermöglicht dir Online-Marketing. So, das auf die aktuelle Situation bezogen. Der zweite Punkt ist, stell dir vor, du besitzt ein Restaurant oder ein Hotel. Ja? Und jetzt hast du in diesem Hotel die Möglichkeit, ja, deine Personalplanung auf den Punkt zu bringen. Du weißt immer ganz genau im Voraus, wann du wie viel Personal benötigst. Ja? Für dich wäre es auf einmal planbar, wann dein Ladenlokal voll ist, ja, und wie du neue bzw. Bestandskunden wieder in dein Ladenlokal bekommst. Ja, das ist durchaus möglich durch Online-Marketing. Du kannst die Auslastung deines Ladenlokals selbst bestimmen. Du hast die Möglichkeit, deine Kunden jederzeit zu erreichen. Ja, vorher war es halt so, dass man geflyert hat, ja, oder dass man mal eine Zeitungswerbung gemacht hat und dann der Rest war Hoffnungsmarketing. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, jeden deiner Kunden, der irgendwann in deinem Laden zum Essen war, zum Trinken war, etwas bei dir gekauft hat, zu jedem Zeitpunkt ganz gezielt anzusprechen. Ja? Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, wenn jemand nach einer Buchhandlung oder nach einer Restaurantempfehlung sucht, bei Google im Internet ganz oben aufzutauchen. Es ist ja nun mal so, wenn ich in eine neue Stadt beispielsweise komme und ich möchte essen gehen, nutze ich mein Smartphone und schaue bei Google nach, was gibt es hier in der Nähe. Und stell dir jetzt vor, du hast die Möglichkeit, bei dieser Positionierung ganz oben aufzutauchen. Und das Ganze anhand von Bewertungen beispielsweise auch noch zu belegen, dass die Kunden bei dir sehr, sehr zufrieden waren mit dem Essen. Ja, oder dass die mit deinem Service sehr zufrieden sind. Wenn du eine Versicherung führst oder ähnliches und sich jemand informiert, dass du, ja, sehr kompetent bist und die Leute und die Kunden sehr zufrieden mit deiner Dienstleistung sind. Deine Kunden sind in dem Moment für dich wirklich erreichbar. Ja, und das ist ein entscheidender Vorteil, den du dir durch eine Online-Strategie sichern kannst. Ganz einfach aus dem Grund, weil es verschiedene Möglichkeiten und Systeme gibt, ja, die es dir möglich machen, deine Kunden zu jeder Zeit anzusprechen. Das ermöglicht es dir, ja, ganz gezielt deine Planung, deine Budgetplanung machen, deine Einkäufe zu planen und ähnliches, weil du ganz genau bestimmen kannst, zu welchem Zeitpunkt wie viele Kunden sich in deinem Laden aufhalten sollen. Und das Ganze ist viel, viel einfacher, als du es dir jetzt gerade vorstellen kannst. Es ist bei weitem nicht kompliziert. Mögliche Ziele einer Online-Marketing-Strategie oder deiner Online-Marketing-Strategie. Ja, vielleicht möchtest du ja einen Brand aufbauen, dass die Leute dich kennenlernen. Ja, du möchtest vielleicht weitere Filialen eröffnen und für dich ist es ein Vorteil, wenn bereits viele Kunden, bevor die neue Filiale in einer neuen Stadt aufmacht, über dich und dein Unternehmen informiert sind. Dass Leute schon vorab positiv über dich reden, dass du Feedback einsammeln kannst, bevor du expandierst oder du möchtest in deiner Stadt viel bekannter werden, vielleicht als das Restaurant im Bereich Steak oder
als die Pizzeria, die beste Pizzeria und möchtest dich dann nicht auf irgendwelche Portale verlassen, sondern da selber Einfluss drauf nehmen. Auch das ist eine Möglichkeit, Online-Marketing für sich zu nutzen. Du hast durch Online-Marketing die Möglichkeit, neue Kunden und neue Interessenten zu gewinnen. Ebenfalls ein Ziel könnte sein, deinen Umsatz zu steigern oder Folgeverkäufe zu generieren. Okay? Wenn du die Möglichkeit hast, jeden deiner Kunden wieder zu erreichen, ja, und er hat Produkt A gekauft, ja, und 4 Wochen später gibt es ein Produkt, was Produkt A perfekt ergänzt, hast du die Möglichkeit, deine Kunden, die Produkt A gekauft haben, im Nachgang darüber zu informieren, dass Produkt B, ja, perfekt zu A passt. Du hast die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, entweder lokal in deiner Stadt oder in den umliegenden Städten. Du hast die Möglichkeit, Aktionen zu fahren für Touristen, ja, dass nur Touristen deine Werbung sehen sollen, für Leute, die in deiner Stadt wohnen, ja, oder vielleicht auch überregional das Ganze. Du kannst Menschen erreichen und kannst auf dich aufmerksam machen. Du hast die Möglichkeit, dich als Dienstleister oder als Experte in deinem Markt glasklar zu positionieren. Und dadurch hast du die Möglichkeit, es zu schaffen, dass Menschen lieber bei dir einkaufen oder lieber deine Dienstleistung in Anspruch nehmen als die vom Wettbewerb. Und dabei ist es, wie gesagt, völlig irrelevant, ob du ein Reisebüro hast, ob du ein Restaurant führst, einen Buchhandel hast oder sogar nur ein Smartphone-Geschäft. Ja, du hast halt die Möglichkeit in dem Moment, dich bei deinen Kunden einzigartig zu machen, jederzeit auf die Bildfläche zu kommen und als Marke wahrgenommen zu werden. Das genaue Vorgehen, wie du eine solche Online-Marketing-Strategie für dich aufsetzen kannst, möchte ich dir jetzt einmal im Detail zeigen. Ja, und zwar als erstes solltest du dir ein Ziel setzen oder das Ziel setzen, was du mit deinem Online-Marketing eigentlich erreichen möchtest. Ja, das muss ganz genau auf den Punkt definiert sein, weil das auch das der Einstieg in den nächsten Schritt ist. Und zwar ist es das, was möchtest du verkaufen? Du brauchst genau ein Produkt in dem Moment, was du an den Mann bringen kannst. Es kann eine Dienstleistung sein, es kann ein spezielles Produkt sein, ja, oder eine Produktgruppe in dem Moment. Aber was ist das genaue Produkt, was du deinen Kunden jetzt anbieten möchtest? Dann mach dir Gedanken dazu, welche Systeme du dafür verwenden musst, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du da keine Idee hast, ja, oder nicht weißt, wie das funktioniert, unter diesem Video findest du einen Link. Und wenn du auf diesen Link klickst, kommst du direkt zu unserem Terminkalender und kannst dir dort einen Termin buchen. Und wir können da gerne einmal drüber sprechen, wie wir dir helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Der vierte Schritt ist, was musst du tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und damit meine ich jetzt nicht Zeitungswerbung schalten, weil Zeitungswerbung ist zwar ein nettes Gimmick im Marketing-Mix. Heutzutage ist es aber wesentlich günstiger, genau potenzielle Kunden für dich zu erreichen. Dazu gibt es noch ein weiteres Video auf diesem Kanal. Das kannst du dir gerne einmal anschauen. Das heißt lokales Online-Marketing. Und da kannst du ganz genau sehen, wie du deine Zielgruppe erreichen kannst. Dann mach dir Gedanken dazu, wo sich deine Kunden online aufhalten. Suchen die jetzt aktiv nach irgendetwas? Dann werden die wahrscheinlich häufiger bei Google sein. Oder es ist so diese klassische jugendliche Privatkundenzielgruppe, die häufig bei Instagram oder Facebook anzutreffen ist. Und zu guter Letzt kannst du im Online-Marketing dir einen genauen Zeitraum definieren, ja, in dem du Daten sammeln möchtest, Daten erheben möchtest, ja, und du musst dir Gedanken machen, wie viel Budget du für diese Daten im ersten Step ausgeben kannst. Weil klar, das Budget, das Werbebudget ist ganz wichtig. Ja, um daraus ableiten zu können, was dich ein Kunde kostet und wie viel Umsatz du mit diesem einen Kunden über einen bestimmten Zeitraum machst. Und wenn du das ausrechnen kannst, ja, dann weißt du ganz genau, wie viel Geld du investieren musst, um einen Kunden zu bekommen. Und wenn der Kunde zum Kunden geworden ist, welche Möglichkeiten du hast, mehr Geld mit diesem Kunden zu verdienen. Und zu guter Letzt, wie möchtest du dein Unternehmen langfristig online positionieren? Möchtest du nur eine Marke aufbauen? Möchtest du zum Platzhirsch an einem Ort werden? Möchtest du zum Kunden Magnet machen? Oder möchtest du einfach nur bestimmte Produkte über das Internet bekannt machen? Ja, das sind alles Punkte, über die du langfristig Gedanken machen kannst an der Stelle. Und wenn du dir da wirklich Gedanken zugemacht hast, ja, dann kannst du daraus weitere Schritte ableiten,
um den perfekten Weg für dein Online-Marketing einzuschlagen. Und nochmal gerne mein Angebot. Ich biete die wirklich völlig gratis an. Unter diesem Video gibt es einen Link. Klick da drauf und wir haben die Möglichkeit, gratis über die Möglichkeiten zu sprechen. Und wir können auch gerne schauen, wie wir dich dabei unterstützen können, deine Ziele online zu erreichen, ja, damit du viele, viele neue Kunden auch online generierst und dich nicht mehr auf Empfehlungen und Laufkundschaft verlassen musst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian. Ciao, ciao.